Heute geht es um Ängste und Depressionen. Um Ängste und Depressionen zu überwinden und Ängste und auch Sorgen loszulassen. Zuerst einmal unterscheiden wir zwischen Angst und Depression, weil wenn wir ängstliche Gedanken haben, dann bewegen wir uns gedanklich in der Zukunft. Und wenn wir depressive Gedanken haben, dann bewegen sich unsere Gedanken meist in der Vergangenheit. Das heißt, wenn du depressive Gedanken hast, dann denkst du meist an ein Ereignis aus deiner Vergangenheit. Und wir beginnen gleich mit den depressiven Gedanken. Wenn du dich gedanklich in der Vergangenheit bewegst und ein unschönes Erlebnis aus deiner Vergangenheit immer wieder gedanklich durchlebst, dann empfindest du dabei immer wieder diese schrecklichen oder schmerzlichen, frustrierenden Gefühle von damals. Und es ist wie eine Spirale negativer Gedanken, in die du dich immer tiefer hineinmanövrierst. Und du machst das selbst. Du verstärkst mit jedem Mal Denken, mit jedem Mal an dieses alte Erlebnis Denken, verstärkst du dieses depressive, negative Gedankenmuster. Mit jedem Mal Denken werden diese Gedanken stärker und stärker und du gibst diesen unschönen Erinnerungen aus deiner Vergangenheit immer mehr Energie. Und diese wenig intelligente Nutzung deines Verstandes kann zu gewohnheitsmäßig depressiven Gedanken führen. Und depressive Gedanken, da die bringen unangenehme, depressive Gefühle. Und ich möchte dir das nochmal ganz deutlich machen. Durch das gedankliche Wiederkäuen vergangener schmerzlicher Erlebnisse verursachst du dir selbst negative, schmerzliche, depressive oder verbitterte Gefühle. Und das ist wenig intelligent und es gibt auch kein einziges anderes Lebewesen auf dieser Welt, dessen Verstand so hoch entwickelt ist, dass es sich Sorgen machen kann oder dass es depressive Gedanken denken kann. Nur wir Menschen haben uns das antrainiert. Und es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Heute möchte ich dir zwei einfache, praktikable Lösungen vorstellen. Eine Lösung, um Ängste zu überwinden und eine andere Lösung, um depressive Gedanken loszulassen. Und diese zwei sehr einfachen Strategien, die können dir sofort helfen, wenn du sie dann anwendest. Wir kommen gleich zu Punkt 1. Und der Punkt 1 ist eine Lösung zum Loslassen depressiver Gedanken. Wenn du wieder mal depressive Gedanken denkst, dann mache dir klar, dass die Vergangenheit unveränderbar ist und dass die Vergangenheit vergangen ist. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Die Vergangenheit ist einfach nur ein Fragment in deiner Erinnerung. Und jetzt kommen wir zur Praxis. Wenn du dich wieder erwischt, dass du wieder an dieses Ereignis aus deiner Vergangenheit denkst und du beginnst dich schlecht zu fühlen bei den Gedanken, dann halte inne und nun, du bemerkst, oh, ich beginne mich etwas schlechter zu fühlen. Halt! Jetzt unterbreche sofort deine Gedanken. Stehe auf, stell dich aufrecht hin oder setz dich aufrecht hin. Kopf hoch, Brust raus, atme dreimal tief in deinen Bauch und frage dich dann, halt, was tue ich hier? Ich schaffe mir gerade selbst ungute Gefühle. Mit meinen Gedanken an ein Ereignis, das lange nicht mehr existiert, erzeuge ich mir immer noch destruktive, traurige, schmerzvolle oder frustrierende Gefühle. Ich weiß, die Vergangenheit ist vergangen. Ich kann an der Vergangenheit nichts mehr ändern. Und wenn ich nichts ändern kann, macht es keinen Sinn, immer wieder verbittert zu sein und so immer wieder mit der Realität zu hadern, die schon lange nicht mehr existiert. Also wenn du beginnst, deine Gedanken bewusst zu hinterfragen und so zum Beobachter deiner Gedanken wirst, dann verlieren die negativen Gefühle ihre Intensität. Probiere das aus. So, jetzt sind die starken depressiven Gefühle oder verbitterten Gefühle schon mal weniger stark. In den allermeisten Fällen sind sie schon ganz verschwunden, nur indem du zum Beobachter deiner Gedanken wirst. Und nun fokussierst du deine Gedanken auf etwas Positives, zum Beispiel auf Dinge, für die du dankbar sein kannst. Frage dich zum Beispiel, wofür kann ich dankbar sein? Oder wem kann ich heute eine kleine Freude machen? Oder warum bin ich heute so glücklich? Oder warum schaffe ich das mit Leichtigkeit? All das sind Fragen, die dich ermutigen, die konstruktiv sind, die deine Gedanken in eine konstruktive Richtung lenken.
und nehme das wirklich ernst. Wenn du dich aus den destruktiven Gedanken, aus den destruktiven Gefühlen herausgeholt hast, mit der Musterunterbrechung, halt, ich fühle mich gerade nicht so toll, welche Gedanken denke ich? Ah, ich denke destruktive Gedanken, ich bewege mich gerade wieder in der Vergangenheit und denke gerade wieder an ein Ereignis, das ich eh nicht mehr ändern kann, an ein Ereignis, das gar nicht mehr existiert. Wie blöd bin ich denn mit meinen Gedanken? Also, dann stellst du dich aufrecht hin oder setzt dich aufrecht hin, Brust raus, Kopf hoch, atme dreimal tief durch und dann stelle dir die Fragen. Lenke deine Gedanken von destruktiv in eine positive, in eine konstruktive Richtung, indem du dir die Fragen stellst, wofür kann ich dankbar sein, wem oder wen kann ich heute eine kleine Freude machen oder warum bin ich heute so glücklich oder warum schaffe ich das mit Leichtigkeit, je nachdem. Und jetzt ein Zusatztipp für dich. Also an jedem Ereignis, egal wie negativ oder wie schlimm dir das erscheinen mag, es gibt immer gute Seiten. An jedem Ereignis aus deiner Vergangenheit gibt es auch gute Seiten. Immer. Suche diese guten Seiten. Suche die guten Seiten. Und wenn du diese guten Seiten an den Ereignissen der Vergangenheit gefunden hast, dann kannst du die Bedeutung dieses Ereignisses aus der Vergangenheit für dich umdrehen. Und es gibt immer gute Seiten. Du brauchst nur danach zu suchen. Nichts ist nur schwarz oder nichts ist nur weiß. Vielleicht wurdest du durch dieses Ereignis aus deiner Vergangenheit zur Veränderung gezwungen. Vielleicht kannst du anderen Menschen dadurch mit deiner Erfahrung helfen. Oder vielleicht hast du dich durch dieses Ereignis persönlich weiterentwickelt. Das hast du garantiert. Schau mal auf dieses Ereignis zurück und frage dich, wo sind die guten Seiten dieses Ereignisses? Vielleicht ist dadurch ein neuer Mensch in dein Leben getreten oder haben sich neue Umstände ereignet. Es gibt immer positive Aspekte. Und immer wenn du auf dein größtes Problem oder auf deine schlimmste Sache aus der Vergangenheit zurückschaust und dich fragst, was hat es mir Gutes gebracht, dann wirst du die guten Aspekte finden, definitiv. Frage dich, was war gut, dass dieses oder jenes geschehen ist? Was sind die positiven Aspekte? So, jetzt kommen wir zu der Lösung für deine ängstlichen Gedanken. Jetzt wollen wir ängstliche Gedanken überwinden. Wir haben am Beginn gesagt, ängstliche Gedanken bewegen sich in deiner Zukunft. Du sorgst dich um eine Sache, die vielleicht in der Zukunft irgendwann auftreten könnte, aber wahrscheinlich gar nicht auftritt. Du durchlebst also in deiner Fantasie eine gedanklich konstruierte Situation, die irgendwann in der Zukunft liegen könnte. Aber und du durchleidest schon mal ohne einen realen Grund diese unangenehmen, ängstlichen, schmerzlichen Gefühle. Das ist verrückt. Und du machst dir mit deinen sorgenvollen, ängstlichen Gedanken gerade selbst sorgenvolle, ängstliche Gefühle. Und jetzt frage ich dich, ist das eine intelligente Art, deinen Verstand zu nutzen? Erhöht das in diesem Moment deine Lebensqualität, diese Gedanken zu denken? Also diejenigen, die schon öfters meine Videos oder Trainings gesehen haben, die wissen es. Jeder Gedanke, den du denkst, erzeugt ein passendes Gefühl in dir. Jeder Gedanke, den du denkst, erzeugt ein Gefühl in dir. Positive, optimistische Gedanken erzeugen angenehme, positive, optimistische Gefühle. Und negative, ängstliche, sorgenvolle Gedanken erzeugen negative, ängstliche, frustrierte Gefühle in dir. Und nur du selbst bist Herr oder Frau deiner Gedanken. Nur du selbst bist für jedes einzelne Gefühl, das du dir durch deine Gedanken kreierst, verantwortlich. Du erschaffst deine Gefühle durch die Gedanken, die du denkst. Ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Du erschaffst deine eigenen Gefühle durch die Gedanken, die du denkst. Und wenn du lernst, deine Gedanken zu beobachten, zu kontrollieren, dann hast du auch Kontrolle über deine Gefühle. Und in Punkt 1 haben wir das gerade gemacht. In Punkt 1 wirst du zum Beobachter deiner Gedanken. Und das tun wir auch hier. Und das ist ganz einfach. Es ist nur eine Frage des Trainings. Die meisten Menschen, die denken ja, Gedanken sind einfach nur so da. Die kommen einfach von irgendwoher. Und das hat doch oft den Anschein. Aber sobald du beginnst, dich etwas schlechter zu fühlen,
beginnst du in Zukunft deine Gedanken zu beobachten. Und dann wirst du bemerken, dass hinter jedem einzelnen negativen, miesen, frustrierenden Gefühl immer deine eigenen Gedanken dahinter stecken. Und wenn du das erkennst, dann kannst du jeden noch so negativen Gedanken durch einen positiven oder zumindest im ersten Schritt erstmal durch einen neutralen Gedanken ersetzen. Und wenig später kannst du diesen neutralen Gedanken dann durch einen positiven Gedanken ersetzen. Und wenn du das könntest, würde das die Qualität deines Lebens erhöhen? Natürlich. So, und jetzt kommen wir zur Lösung. Mache dir maximal einmal Sorgen über eine mögliche Situation in deiner Zukunft. Frage dich, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und diese Frage ist wichtig. Frage dich das nur einmal. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann beantworte dir diese Frage in Gedanken. Dann bereite dich auf ein mögliches künftiges Ereignis bestmöglich vor. Du handelst damit. Du triffst Vorkehrungen, die nötig sind. Du hast dies oder jenes getan. Du hast alles getan, was möglich ist. Und dann brauchst du dich nicht mehr zu sorgen. Du bist dann vorbereitet. Und Sorgen wären dann sinnlos. Und was du bemerken wirst, ist, die meisten Sorgen, die meisten Ängste, die du dir über deine Zukunft machst, die sind unbegründet. Und diese gedanklich kreierten Situationen, die treten in den allermeisten Fällen sowieso nicht ein. Es sind nicht reale, es sind nur eingebildete Ängste und Sorgen. Es sind einfach nur Gedanken. Aber indem du diese Gedanken über deine Zukunft denkst, diese ängstlichen Gedanken, da durchlebst du schon mal ängstliche Gefühle, völlig ohne Grund. Also das ist nicht gerade die intelligenteste Nutzung deines Verstandes. Und diese Denkgewohnheit, die minimiert die Qualität deines Lebens, die stiehlt dir Qualität deines Lebens. So, und jetzt kommen wir zur Praxis. Also wenn du dich wieder erwischt und dich schlecht fühlst, weil du dir gerade in deiner Zukunft irgendwelche Horrorszenarien vorstellst oder dir Sorgen machst in deiner Zukunft, dann halte inne, stelle dich aufrecht in, Schultern wieder nach hinten, Kopf hoch, Brust raus. Die Körperhaltung ist in diesem Moment sehr, sehr wichtig. Atme dreimal tief in deinen Bauch und frage dich, was tue ich hier? Und dann reagierst du, oh, ich habe unangenehme Gefühle, ich fühle mich so und so. Und ich fühle mich so und so, weil ich ängstliche, sorgenvolle Gedanken denke. Was denke ich hier gerade? Was waren meine letzten Gedanken? Und wirst feststellen, dass du selbst mit deinen Gedanken deine ängstlichen, sorgenvollen Gefühle kreierst, erschaffst. Sobald du zum Beobachter deiner Gedanken wirst, reduzierst du die Intensität deiner unangenehmen Gefühle. Sobald du zum Beobachter deiner Gedanken wirst, dissoziierst du dich aus deiner Vorstellung. Du wirst zum Beobachter und dann kannst du diese unangenehmen Gefühle nicht mehr fühlen, weil du bist nicht mehr assoziiert. Als Beobachter dissoziierst du dich von deinen Gefühlen. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit haben wir schon besprochen. Du bereitest dich auf eine mögliche Situation vor, so gut du kannst. Und dann besteht kein Anlass zur Sorge mehr. Und die zweite Möglichkeit, und das passiert oftmals, wenn du keinen Einfluss auf die Situation hast, also wenn du an der Situation nichts ändern kannst, dann finde dich mit dieser Situation ab, dann freunde dich mit dieser Situation an. Egal wie die Situation ist, wenn du sie nicht ändern kannst, finde dich damit ab, freunde dich damit an. Weil du hast ja keinen Einfluss auf die Realität und es macht keinen Sinn, mit der Realität zu hadern. Und wenn du mit der Realität haderst, dann bereitest du dir selbst schmerzliche Gefühle. Übrigens, anhaltend negative, schmerzliche, sorgenvolle, ängstliche Gedanken, die schwächen dein Immunsystem und die können dich krank machen. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Und jetzt ein weiterer Zusatztipp für dich. Bei oftmals auftretenden Ängsten, da hilft Meditieren. Und schaue auch meine Videos über das Verzeihen und das Loslassen an. Und schau dir auch meine Videos über toxische, negative Menschen an. Das wird dir bestimmt helfen. Achte auf deine Gedanken, werde zum Beobachter deiner Gedanken. Und wenn du beginnst, deine Gedanken zu beobachten und zu lenken, dann hast du die volle Kontrolle über deine Gefühle. Akzeptiere die Realität so, wie sie ist. Du bist ein reifer Mensch und das wird dein Leben erleichtern. Und dann denk an etwas Positives. Du könntest dankbar sein für das, was du hast oder für das, was du bist oder dafür, dass dich andere Menschen lieben oder einfach nur dafür, dass du auf dieser wunderbaren Welt sein darfst. Und dann schau dich
einfach um und erkenne die Schönheit des Lebens in jedem Moment. Schau dich um, höre die Vögel zwitschern, heiter zwitschern, sehe das kleine fröhliche Kind, das ausgelassen in einer Pfütze spielt. Es gibt so viele schöne Dinge in jedem Moment. Öffne dein Herz dafür. Öffne dich für die Schönheiten dieser Welt, die dich wirklich in jedem Moment umgeben. Öffne dein Herz für das Schöne.